den Weihnachtsduft haben wir in dieser halben Stunde, wie jetzt kommt. Jeden Tag bringen wir ein Rezept. Heute ist es eine Süßigkeit, wie wir entdecken wollen. Mit einer süßen Dame von Buswiller aus dem Hannoverland. Sie ist Lore Ligl, wie mit uns ist. Guten Morgen, Lore. Guten Morgen, Simon. Sind ihr mit dem Auto gekommen? Nein, mit dem Zug. Ah ja, du bist einfach. Du bist einfach für Fahrer und auch für Parken. Ganz genau. Dann da, geht es los mit der Weihnachten. Und ja, in Strasbourg ist nicht so gut parken. In Buswiller ist es auch besser. He? Ja, es geht besser bei uns. Ja. Ich bereite es auch in dem Städtl auf Weihnachten. Es ist viel vorgesehen, viel Veranstaltungen. He? Ja, genau. Ja. Mhm. Ich habe noch nicht gesagt, was ich für ein Beruf habe. Ich bin im Museum vom Hannoverland. Ja. Und dort organisieren noch verschiedene Sachen noch. Ja, genau. Ich mache viele Führungen vom Museum, von der Stadt, vom Baschberry auch. Ich helfe auch Ausstellungen aufzubauen. Ich kümmere mich auch ein bisschen um Kollektionen vom Museum, dass der Artikel gut aufbewahrt werden, dass sie nicht kaputt gehen und dass sie gut eingewickelt sind, auch wenn sie transportiert werden. Und ich mache auch Übersetzungen machen auf Elsässisch, Deutsch. Und ja, und kümmere mich ein bisschen um die Geschichte vom Buswiller. Und ich war uns noch einmal wert gelegen, dann ein bisschen zu reden von diesen Veranstaltungen noch. Ihr seid aber heute hier, für unser Rezept zu bringen. Wespennest, ein Rezept von der Tante? Ja, genau. Und seht ihr, wann ich kenne noch dieses Rezept? Man sieht auch, dass ich klein bin. Dann ist eine Tante gewesen von meiner Mama, eine Ur-Tante von mir. Und die hat das Rezept aufgeschrieben gehabt, am Anfang vom 20. Jahrhundert. Und es ist ein deutsches Rezept. Und für ein Brätchen, wie man gewöhnlich an der Weihnachten macht. Ja. Es schmeckt gut. Es schmeckt auch gut, sind Makrelle. Ja, ich habe schon ein bisschen selbst verraten. Wir werden das Rezept erklären, bis am 10:30 mit der Lore Ligl, wie mit uns ist, mit der ich, wenn ich den will nehmen, können wir uns aber was sie erbauen, unser guter Rot bringen und sogar ein Kochbuch gewinnen und Möglichkeit für mitmachen an der Verlosung von 2 Essen für ins Restaurant Sonne zu gehen. Die Verlosung findet statt am Freitag und das Restaurant Sonne befindet sich in Offenburg. Juliette ist hier für rechts zu empfangen am 03 88 25 12 12. Für die Musik, für die Technik, für den Rest haben wir den Rade Gael und der Dant. Auf France Bleu Elsass gibt es keine Grenze. Für dich, für dich, für dich.
dass Männer nie weinen. So was wirst du nie sehen. Wir sind so hart wie Stein. Uns fehlt einfach das Gehen. Gutes Männer nie weinen. So was tun Kerle nicht. Und diese Tränen im Gesicht, sie ist nicht für dich. Michael Wendler hat das Lied gesungen, gut, dass Männer nie weinen. Wir sind nicht morgen mit Laure Lickel, sie ist aus dem Hanauer Land. Es kümmert sich um viel Sorge in dem schönen Museum, wie ganz restauriert ist. Ja. Sie sprach, weil ich vor kurzem da gesehen, ja, wie der Pierre Gangloff ausgestellt hat, also ein zeitgenössischer Künstler. Ist die Ausstellung immer noch jetzt von Pierre? Nein, sie ist abmontiert worden, Anfang November. Aber jetzt haben wir eine andere Ausstellung, wie heißt Mon Beau Sapin. Und wir haben eine Ausstellung von 120 Gemälde vom Norbert Gladi. Alles, was der Tannenbaum anbelangt, auf der Tannenbaum und durch verschiedene Motive, mit verschiedenen Motiven auch gemacht, wie zum Beispiel ein Tannenbaum, wie man ein bisschen eine Hose sehen kann. Ja. Ziemlich speziell, ja. Wer ist der Norbert Gladi? Norbert Gladi ist ein Künstler, ein Artist von Zauber gebürtig und schon jung hat er sich für für Geschichte interessiert, aber auch für Gemälde. Dann hat er angefangen zu malen. Und die Tannenbaum sind entstanden vor ein paar Jahren. Dann sind nach Engel, hat mal zu ihm gesagt, vor der Weihnachten kannst du mal einen Tannenbaum malen. Und dann hat es so angefangen, 1, 2, 10, 20, 50, 100, 120. Ja, sind es große Gemälde? Nein, sie sind A4. Oh ja. Ziemlich klein, aber sie sind wunderschön und jeder ist verschieden. Einer hat Engel, Flegel. Andere, wie gesagt, ist gemacht mit einem Hase. Und er hat aber auch Gedichte geschrieben. Über den Tannenbaum hat selbst auch Theaterstücke geschrieben auf Elsässisch. Es ist ein bisschen ein polyvalenter Artist. Und ja, wie sich auch für den Tannenbaum interessiert hat und wie selbst ein bisschen mit ihm redet, wenn er in den Wald geht. Er hat ein gewisses Fehler mit dem Tannenbaum. Und also die Ausstellung, die hat jetzt angefangen, ja, mit dem Tannenbaum. Auch die Stücke sind ausgestellt. 120 ja, sogar. Jesus, ne, 120. Und das noch bis Anfangsjahr, noch bis wann ich kann man es sehen, die Tannenbaum? Bis am 30. Dezember, ja. Ja, und Avesby ist natürlich auch der bekannte Weihnachtsmarkt, den ihr habt in Buswiller, einer von den schönsten, sieht man im Elsass. Ja, genau. Man sieht, er ist noch so 8 und er dauert nicht lange. Wie viel Tage dauert er das Jahr? 3 Tage vom 7. Dezember bis am 9. Dezember. Freitagmittag fängt es an, um 16 Uhr bis um 21 Uhr. Samstag ist der ganze Tag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis am 19 Uhr. Die Leute rissen sich, wir haben nicht zu gehen. Ja. Nur haben wir auf einmal als viele Leute an alle Tage. Ja. Wie viele kommen dann als? Letztes Jahr sind es über 20.000 Besucher gewesen. So ja, viel, ja. Und dann gibt es natürlich die Weihnachtsbrätle dort, wie man kaufen kann, genau, und versuchen kann, genießen kann. Und wir waren jetzt eher Rezept in den Dick, das von dieser Großtante. Ja. Wie hat sie da geheißen, eher die Großtante? Mina Hen. Ah, das ist ein schöner Name. Und sie lebt noch die Und sie hat als erste Wespennester gemacht, also nie dabei auf Französisch, Beispiel nicht drauf. Jetzt wollen wir schon sagen, was wir brüchen mit dem, was wir kriegen sind. Ja. Sie merkt man schon, dass Eigelb drunter ist. Genau, ja, es ist nur Eiweiß. Eiweiß, Zucker, Mandeln, ja. Schokolade und Zucker. Und ein bisschen Zucker noch. Ja, noch ein bisschen Zucker, das ist für die Mandeln zu karamellisieren. Ja, und also zwei Eiweiß benutzen wir, ja. Und Zucker, wie viel Gramm benutzen wir? 125 Gramm. Ist es reiner, wie sich Zucker, wie noch der Name ist? Ich nehme in der ein bisschen den Brühen. Es gibt einen anderen Geschmack, es ist viel
Es ist viel wärmer, wenn man so sagen kann. Der Rohrzucker soll auch dunkelbrün sein. Der Zucker kann auch dunkelbrün sein. Ja, nicht eine schöne. Und Brätle, eine brüne Farbe. Genau, ja. Und noch sind es Mandeln, wie noch ein Name. Ja. Nuss hat er nicht gehen, habe ich schon probiert. Ich habe nicht probiert, aber warum nicht? Es kann auch gehen. Es kann auch, ja, es kann gut sein. Auch. Und die Mandeln, sind sie gemahlen, noch fein gemahlen? Nein, auf jeden Fall, ich schneide sie in kleine Stückchen. Und nachher auf eine Pfanne machen, ohne Mehl, ohne Fett. Und macht den Zucker dazu, dann 20 Gramm Zucker. Und das noch richten. Noch karamellisieren. Ah, ja. Und das ist was es von der speziellen Geschmack gibt. Nachher. Und dann sieht man die schwarzen Sprickeln drin, das ist der Schokolade. Ja. Da nehmen wir auch noch Schokolade. Wie viel Gramm nehmen wir noch auf die Masse Schokolade? 40 Gramm Schokolade. 40 Gramm, ja. Schwarzer Schokolade. Schwarzer Schokolade, wie ich noch habe. Oder schneide. Manchmal schneide ich es mit einem Messer. Dann sind es ein bisschen größere Stückchen und es ist nicht ewig. Bis um 10:30 erklären wir die Waschbelnester. Auf francebleuelsass.fr sind wir mit Laure Lickel bis um 10:30. Wollen wir euch teilnehmen? Wollen wir uns eure Idee bringen für wie nachs Brätle? Noch können wir es machen. Am 03:28:25:12:12. Laure Lickel ist mit uns. Das Rezept haben wir jetzt schon angefangen. Wir machen es noch wieder. Und noch gibt es wieder in 3 Minuten. Vorher habe ich immer noch das Lied gesungen von Vita und von Slimane. Je te le donne. Miteinander kochen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. France Bleu. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop. Ça ne compte pas quand t'es pas là. Tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Je te le donne.
Je te le donne, Mirken, ich hätte morgen gute Brille zu sehen. Aber wollen wir uns vor uns, wenn wir uns die Olie holen, ist sie gerade für sie erst zu sehen? Du sind sie, die Waschbillnester, die gefitzte Waschbillnester, wie gemacht sie waren von der Lore Liegel. Sie sind ganz frisch, haben sie gestern geboren. Vorgestern. Und sie sind auch ganz gut angenehm und sie ist wirklich ihr Genuss. Ich habe eins besucht. Der Wilsch aus dem Slimane gesungen hat auf France Bleu Elsass, habe ich das Buch, die Bredle versucht. Müssen wir uns jetzt erklären. Und man spürt, dass die Mandeln, weil ja nicht fein verhackelt sind. Nein, man muss ein bisschen in Lamellen schneiden. Ungefähr 2-3 mm breit. So Streifen, so Streifen. Ja, doch 2 mm breit. Ja, ungefähr. Ich mache es mit dem Messer, noch ein bisschen größer wie sonst. Aber sie dürfen nicht zu fein sein, dann schon ist der Geschmack nicht selber. Und ein bisschen der Croquant, wie man hat, noch eher im Mühl. Und zu grob darf es auch nicht sein, sonst ist es nicht angenehm. Und die Mandeln sind brün, ich denke, die Schäle drum ist noch dran. Ja, die ist noch dran, ja. Noch schneiden wir sie so fein. Ja. Und vorher haben wir uns schon verraten, noch kommt die Pfanne raus, für sie ein bisschen anbraten. Ja, man braten sie ein bisschen an und mit 20 Gramm Zucker. Und wir müssen ungefähr 10, 15 Minuten haben, bis das vergeht sind. Aber man muss regelmäßig trainieren, dass sie nicht anbrennen. Und am Ende, wenn sie gut sind, macht man ein bisschen Zimt drunter, und ein halbes Kaffeelöffel ungefähr. Nicht zu viel, dann schon ist es ein bisschen verbittert. Und dort machen wir es untereinander. Ja, man schmeckt nicht stark den Zimt. Ja. Man spürt, dass es ein bisschen dran ist, aber nicht zu viel. Und du willst, dass man es noch 10 bis 15 Minuten anbraten mit dem Zucker, kann man schon den Schokolade schneiden. Ganz genau, wie dick schneiden nach denen? Du? Oder rabener, ne? Entweder rabisch, du habe ich sie jetzt nicht rabisch, ich habe es mit dem Messer abgeschnitten. Nun sind sie ein bisschen größer, dass ich, wenn es gerabt ist, sie schaut es manchmal besser. Dann, wenn man sie noch isst, spürt man ein bisschen mehr den Schokolade. Und wenn die Mandeln karamellisiert sind und geschehen angebraten, dann müssen sie kalt werden? Oder? Ja, wenn es wenig lebt, dann, wenn man es noch unter das Eiweiß, das geschlafene Eiweiß macht, sonst vergeht es. Und das wollen wir halt nicht. Ja, bis jetzt haben wir das Eiweiß noch nicht benutzt. Also Skalen brauchen wir nicht. Zwei Eiweiß. Und das schlafen wir noch? Das schlafe ich noch mit ein bisschen Salz, dass sie gut in den Tee gehen. Und ja, 5 Minuten ungefähr. Und der Zucker ist schon drunter? Nein, am Anfang zuerst das Eiweiß gut schlafen. Und wenn das Eiweiß gut fest ist, steif ist, mache ich den Zucker drunter und die 125 Gramm. Und dann schlafe ich es noch einmal 5 Minuten, dass es ein bisschen cremig wird. So. Und nachher mache ich den Schokolade drunter und Mandeln gereicht mit dem Zimt. Alles kommt noch untereinander. Voilà. Da haben wir alle Zeit dort untereinander. Genau. Nehmen wir noch da Holzspachtel für das untereinander machen. Ja. Man soll ja nicht schlafen oder wild dran gehen. Noch. Genau, ganz fein untereinander machen, dass das Teig auch luftig bleibt und das Teig nicht zusammengehen. Jetzt haben wir das schon gemacht, aber wir müssen noch bohren, aufs Blech setzen. Geil, Leute, ja, die Brätle müssen noch aufs Blech gesetzt werden und noch müssen wir sie bohren. Das wird uns noch erklärt von der Lore Liegel. Sie ist vom Museum vom Hanauer Land. Das schöne Museum, wie ganz schön restauriert ist, wie schöne Weihnachtsausstellungen anbietet, jetzt in dieser Weihnachtszeit. Wir bleiben mit der Lore noch bis am 10:30. Mit der ich liebe Zuhörer, wenn uns folgen auf francebleuelsass.fr. Man hört uns da. Man sieht uns hier und man kann euch noch unsere Rezepte lesen und nachmachen. Miteinander und mit Simone ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Zwischen dir und mir ein Land oder ein Meer.
Katja Kriki heisst das Lied «Wand» ist aufgenommen worden von francebleuelsass.fr. Dann sie hat mitgemacht am Wettbewerb «Stimmen». Der dritte ist jetzt schon im Rollen, seit dem Monat November. Ihr könnt euch hinschreiben, ihr braucht nur gar singen. Auf Elsassisch singen, einen Text, den ihr geschrieben habt oder wie ein anderer geschrieben hat oder wie ihr adaptiert habt von einer anderen Sprache und Musik drauf. Und das alles und schon können euch hinschreiben. Geht doch einfach auf unsere Seite francebleu.fr, francebleuelsass.fr, noch finden wir alles. Es ist alles gut erklärt für euch hinzuschreiben. Laura Ligle ist morgen mit uns mit ihren Waschbillnestern. So gute Waschbillnestern, da schwärmt man davon jeden Tag. Die kann man essen, nicht nur oft wie Nord, die ist dann im Hochsommer. Sie ist ein willkommen Waschbillnestern. Ja. Wir haben sie jetzt, wir haben den Teig fertig. Ja, es ist ein Teig, es ist ein Mass, aber ohne Mehl. Es kommt kein Mehl, sie sind erst einmal Kränle. Und nur noch haben sie geboren sind, würde ich nehmen ihr Papier für sie drauflegen oder auf ein Blech? Ich nehme das Blech und mache ich Papier drauf, dass, ja. Dass man sie noch besser wegkriegt. Dann schon oft hängen sie ein bisschen an. Ja, und nun müssen sie in den Barfen nehmen noch ein Löffel, weil ich muss sitzen noch auf das Papier, ein Kaffeelöffel voll? Ja, ungefähr ein Kaffeelöffel voll. Und man darf sie nicht zu weit aufeinander machen, dass sie gehen ein bisschen auseinander. Dann fährt es wenigstens 2-3 cm jedes Mal dazwischen. Ja, und macht man sie in den Backofen auf 150 Grad, dann wie schon vorgewärmt ist. Ja. Mhm. Und dann müssen wir aufpassen, wenn man sie drin hat, dass sie nicht zu brün waren. Wie lange ungefähr lassen wir sie drin? 10-15 Minuten ungefähr. Und nur kommt es auf den Backofen an, manchmal ist es ein bisschen wärmer. Aber selbst wenn es dieselbe Temperatur ist, kommt es darauf an, auch ob es Chaleur tournant ist oder nicht. Und noch kann man sie gleich rausholen, wenn sie geboren sind, oder wie machen wir es noch? Nein, noch stelle ich den Ofen ab und mache dir ein klein bisschen auf, ist das so gerade ein bisschen kippen. Und dann lasse ich sie noch drinnen, bis das der Ofen sozusagen kalt ist. Aber die Makronen, wenn noch ein bisschen warm sind, dann schon kriegt man sie bis vom Papier weg. Ja, ah ja. Und noch kann man sie schon genießen. Ja. Und voilà. Und noch schreiben wir rein. Ich setze es auf ein Wandel. Was ist jetzt ein Wandel? Ein Wandel ist ein rundes. Wie soll ich sagen? Ein rundes. Kerbel? Nein, es ist kein Kerbel, es ist flach. Und wie. Ist Blech oder. Kein Blech, aber es ist Zing, ja. Mhm. Und wie nicht zu ist, ganz. Donc, es ist, sind wie so Ringe, als Gräser. Und dass nicht so bäppisch wäre. Oh, setzen sie da drauf? Setzen sie da drauf. Und nachher, wenn sie richtig trocken sind, machen sie in in ein Blechlot. In ein Big Seven. Ja. Das ist gut. Auf voilà. Ein Miesel nicht kommen für das Erfassen. Ja. Ja. Und mach mir ein Dolzbund, die kann man jetzt nicht an den Tannenbaum hängen, aber früher haben sie die Springerlot an den Baum gehängt. Genau, ja. Ja, gibt es die Tradition noch? Oder sieht man das im Museum? Ja, das sieht man im Museum. Dann haben wir die Gemälde vom Norbert Gladi, aber vis-à-vis haben wir verschiedene Tannenbäume und durch den Tannenbaum dabei wie Springerlot dranhängen. Dann jetzt, jede Epoche hat einen anderen Tannenbaum. Er ist verschieden, nachdem dass er aus dem 16. Jahrhundert ist oder 20. Jahrhundert. Man hat also noch andere Sachen dran gehängt, Äpfel, rote Äpfel, Christkindl. Mit Obladen hauptsächlich. Das hat man noch gemacht im 19. Jahrhundert. Und man hat auch Zischgold dran gehängt. Das ist in der Ende 19. Anfang 20. Jahrhundert. Zischgold? Zischgold. Was ist jetzt das Zischgold? Das kann ich nicht, das Wort. Sind so Fäden, wie Goldfäden oder Silberfäden, wie man draufhängt auf das Nest. Wie so Runderbommeln. Wie so Runderbommeln, ja. Und noch haben wir Vierungen, wie normal kommen Kinder oder Erwachsene? Wer kommt am meisten für die Vierungen? Wenn ich Vierungen mache, wie jetzt eine Vierung geht am Sonntag, und das sind Leute gewöhnt, hauptsächlich große Personen. Aber jetzt machen wir auch Vierungen für die Schule, wie kommen Buswiller, Ingwiller und so weiter. Und manche Schulen haben auch ausgestellt auf ihren eigenen Tannenbaum, wie ein bisschen futuristisch ist. Wir sind gerade jetzt dort gesehen, und aus Karton und verschiedenes Dings, wie sie dran gehängt haben und wie sie selber gemacht haben. Weihnachtsstimmung bei uns auf France Bleu
www.elsass.fr sind bereiten wir die Nacht miteinander. Miteinander ist sowieso immer schöner. Laura Liegl ist noch mit uns. Waren ein paar Minuten, bevor sie wieder nach Buswiller fährt ins Hanauer Land. www.elsass.fr. Heute Morgen teilen wir das Rezept von den Waschbillnester, die Wespennester. Miteinander und mit Simone ist noch schöner auf France Bleu Elsass. France Bleu. Die ganze Woche sind wir in Generalbrüsch gewesen, mit der Gabi zum Beispiel fürs Wetter erfahren, wie ihr kennt. Wenn ihr unsere Wetterfrosch auch wollen, sind, einmal, egal wie ihr sind im Rindal, gell, auf beiden Seiten vom Rhin, Karlsruhe, Dürrbach oder im Elsass, Iverland, Iverall, sagen uns, schicken uns eine kleine Nachricht auf unserem Facebook, aus dem Rest kontaktieren. Hallo, Halli, Halli, Halli. France Bleu Elsass steht mit euch auf, jeden Tag vom Mandy bis am Freitag, kurz vor der halben 7. Mit dem Verkehr, das Wetter, die Nachrichten. Auf Französisch, auf Elsassisch und auf Deutsch. Der Kaffee ist mir. Für den Bissen sind wir nur France Bleu Elsass tippen. Und das im ganzen Rindal. Halli, Halli, hallo. France Bleu Elsass. France Bleu Elsass. Sie ist auf die Weihnachten vorbereitet. In Buswiller sind viele Veranstaltungen vorgesehen. Unter anderem der schöne Weihnachtsmarkt, wie drei Tage dauert dieses Jahr. Ein Tag mehr als das letzte Jahr, glaube ich, Laura. Es sind jetzt zwei Jahre, dass wir schon den Freitag dazu gemacht haben, auf den Freitagmittag. Und effektiv, es geht gut. Und jetzt haben wir es gepolt. Es ist am 7. 8. und 9. Dezember. Also es ist ein kürzerer Weihnachtsmarkt, profitieren davon. Nun ist die Ausstellung, wie noch im Musée vom Norbert Gladi mit 120 Gemälden vom Donnenbaum. Ja. Und die dauert noch bis 1. Dezember. Ja, bis am 30. Dezember. Noch gibt es noch andere Sorbundvierung, Atelier noch? Atelier, ja, für Kinder am 12. und am 19. Dezember. Und wie wir Dinge machen, um den Donnenbaum herum. Und wir haben auch noch ein Weihnachtsabend am 21. Dezember um 20 Uhr mit der Sonja Riel. Und natürlich sind euch alles die viele Sammlungen zu sein, wie immer da sind in dem Musee, wie verbunden sind mit der Geschichte und mit dem Hanauer Land. Da machen wir euch jetzt die Vierungen. Wir bedanken uns, dass ihr da seid mit eurer guten Predle, Laura Liegl. Merci an euch. Und wünsche euch alles erdenklich Gute. Merci euch auch. Au revoir. Und wenn ihr das Rezept möchtet, ist es einfach. Versuchen können wir sie jetzt nicht. Leider können wir sie echt nicht übertragen durch den Bildschirm. Die guten Brätle von der Laura, aber das Rezept finden wir auf unserer Seite Internet. Auf unserem Site und auf der Seite von dem Site. Der Site ist zu finden auf der Adresse francebleuelsass.fr. Ja, wenn ihr uns hören, haben wir uns sowieso gefunden.